Ja, Marlene, das 32. ECC-Forum ist jetzt quasi auch schon wieder Geschichte, klingt so langsam aus. Wie ist dein Fazit? Ja, absolut positiv. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Sehr, sehr viele inhaltlich spannende Vorträge, nicht nur Amazon Business, mit denen ich mich besonders gefreut hatte. Klar, vor den aktuellen Entwicklungen, dadurch, dass sie jetzt auch im deutschen Markt aktiv sind, im Business-Geschäft, ist es natürlich sehr, sehr spannend gewesen zu sehen, was die halt eben gerade da ja bewegt und umtreibt und wie sich das Ganze entwickelt. Aber halt eben auch, ja, dass man auch in anderen Branchen mal so Schwerpunkte gesetzt hat und vor allen Dingen auch, dass der Mittelstand gezeigt hat, dass bei ihm auch sehr, sehr viel schon passiert ist im Bereich Digitalisierung. Wie ist dein Fazit? Ja, ich sehe es ähnlich. Also es fällt mir auch schwer, jetzt einen Vortrag rauszugreifen. Wir hatten, glaube ich, in dem Programm wirklich eine sehr, sehr schöne Bandbreite, die wir abgedeckt hatten. Wir hatten die ganz großen, wir hatten ja auch ein Zorro-Tool hier von Grainger, hier, die auch viele, glaube ich, sehr, sehr spannend auch fanden. Wir hatten Startups hier wie Kaufsafari, die gezeigt haben, wie sie letztlich für B2B-Probleme, nämlich die Schnittstellenproblematik hier, die Produktinformationen auch sauber abzubinden, wie ich da auch Lösungen finde. Und deswegen waren wir auch teilweise sehr operativ, teilweise auf einer schönen strategischen Ebene. Das hat aus meiner Sicht, war die Mischung sehr, sehr gut. Wir haben ein tolles Networking. Ich meine, es war ausverkauft, 270 Teilnehmer. Das hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Aber jetzt ist natürlich auch nach dem Forum wieder, vor dem Forum, können wir uns schon wieder auf April freuen. Dann mit Bibi, Alexa und Co. neue Wege zum Kunden. Ich glaube, das wird auch sicher spannend sein. Das glaube ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr.